So, an der Stelle mal eine ganz, ganz kurze Vorab-Info. Folgendermaßen, wir machen jetzt einen Pro Cycling Manager 16 Let's Play. Ich weiß nicht genau warum, einfach so aus Spaß. Der liebe Terror Pi hat angefangen, auf seinem Kanal den Radsport Manager 2016 zu Let's Playen. Fand ich sehr, sehr schön. Erstens, dass er überhaupt wieder Let's Plays macht und zweitens, dass er das Spiel Let's Playt. Finde ich geil. Könnt ihr ja mal reinschauen. Link ist in der Videobeschreibung. Ich finde das sehr, sehr cool. Und aus diesem Grund, um ihn eine Freude zu machen, werden wir jetzt auch Pro Cycling Manager 16 Let's Playen, was er allerdings nicht weiß. In der ersten Folge war er mit dabei, die ganze Zeit. Und ja, die erste Folge wird jetzt ein bisschen komisch werden. Es wird nämlich eine Folge, in der Pascal sein eigenes Let's Play macht und wir praktisch nur so nebenbei mit dabei sind. Und ab der nächsten Folge geht es dann richtig weiter. Also Pascal, viel Spaß hiermit. Ist nur für dich, ja, sozusagen. Und dann hau mal rein. Herzlich willkommen hier bei Pro Cycling Manager. Ich nehme jetzt ein anderes Team, ey. Ein anderes Team, Ja. oder? Ey, ich nehme ein anderes Team, glaube ich. Weiß ich, Bardiani ist irgendwie nicht so. Weiß ich nicht. Weiß ich Ne? nicht. Ich weiß nicht. Findest du die irgendwie cool? Ich weiß Ah ja, nicht. gut. Boah. Irgendwie haben die nichts. Jetzt irgendein Drittliga-Team einfach. Ich muss mal sagen, bei Kaya Rural, Ja. ich habe die jetzt auch nicht genommen, weil ich mir sagte, das Team ist geil, ne? Ich habe die genommen, weil es spanische Mannschaft ist. Ja gut, das kann ich verstehen, ne? Gut, und halt dazu kommt, Padilla ist ein King, das wissen wir alle. Padilla ist ein Nee, King. aber halt. Ja, das Ding ist halt. Also, ich habe die eigentlich aus dem Grund genommen. Erstens sind es Spanier. Ja. Und zweitens habe ich mir gedacht, der Padilla ist ein ganz okay Bergfahrer, sag ich mal. Ja. Der Bilbao ist okay am Berg, der Prades ist okay, Arroyo ist okay. Alter, der ist auch schon 36. Und dann habe ich mir halt gedacht, um ein bisschen Punkte zu sammeln, der Barbero ist halt geil. Ja, klar. Ne? Dann habe ich mir gedacht, passt so, weißt du, einen guten Sprinter hast du auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ach, muss ich mal, wenn ich eh schon mal hier offscreen bin. Mal gucken hier. Ob ich gute Trainer habe und so. Ja, mal gucken. Muss Angel mal gucken, dann ist einfach der Ruf. Ich habe sogar einen ne? Der internationalen. International ist echt gut. Aber du musst echt aufpassen, ey. Wieso? Weil sein Ruf kaputt geht! Ey, geil, es gibt sogar ein ukrainisches Team, Aber das habe ich ja noch nie wahrgenommen. lol, Was zur Hölle? hier gibt's einen Trainer, da ist Daniel Sanchez. Ja, der kostet aber auch nur 30.000 Gehalt. Also, der andere kostet 12.500. Krass. Weil es auch echt lustig ist, ne? So diese Liga-Einstufung ist echt lustig. Es gibt in der dritten Liga bessere Teams als in der zweiten teilweise. Ist schon ein bisschen behindert. Bisschen, ne? Ja, leicht. Ja. Warte mal, Scouts. Scouts, was gibt's denn da eigentlich? Oh, so ein guter Scout ist ja eigentlich echt nicht so teuer. Nee. Aber teuer wird's dann, weil du kannst ja einen Scout einstellen für Puncher, für Zeitfahrer, für Climber, wenn du dann so vier, fünf Stück hast. Ja gut, dann. Aber eigentlich, wenn ich einen Scout nehme, dann mache ich den eigentlich nur für Bergfahrer rein. Wenn ich mal ehrlich bin. Ich habe noch nie was anderes gescoutet in meinem Leben, ey. Donny, tschüss. Teamarzt. Bruder, der ist ein Trainingslager? Ne, brauchen wir momentan nicht. Ey, das mit dem Material, das check ich halt bis heute nicht, ne? ist auch. Und diese Nachwuchsarbeit habe ich auch noch nie gemacht. Ja, ich war nicht. Ja, gut. Hast ja dann so ein zweites Team praktisch, ne? So ein U23-Team. Naja, so ein Nachwuchsmannschaft, Kistenalarm. ja. Kann man eigentlich bei dem Spiel rausgehen, ohne dass es aufhängt? Ja, Das habe ich tatsächlich. ehrlich gesagt noch nie probiert. So. Ja doch, funktioniert, funktioniert. Oh geil, ja, ey, wenn du willst, dann ist nämlich eh auch gerade weg, dann können wir wirklich eine Folge aufnehmen. So einfach, ich meine, du musst halt großartig mitreden, du bist halt einfach live dabei, so, wenn du willst, ne? Ja. Das könnten wir eigentlich echt machen. Also Aber jetzt, ich meine, jetzt so aufnehmen, es wäre schon echt geil, muss ich sagen. ja, Jetzt wieso? wäre schon. Ja, weiß ich nicht. Also ich kann ja jetzt nicht so lange, ne? So eine halbe Stunde.
Aber es ist ja immerhin etwas. Ist ja nicht schlimm. Ist ja immerhin etwas. Okay, warte mal, dann muss ich die Ü-Taste suchen. Die Ü-Taste. So, dann nehmen wir jetzt schon mal auf. Also nur zu deiner Info, wir sind in der letzten Etappe von der Vuelta Ciclista in Mallorca. Ja. Achso, du wolltest, ich sollte ja gucken, ob es hier irgendwie so eine Sprint-Aschfickerei-Zeitgutschrift gibt, ne? Ja, das ist nämlich wichtig. Guck ich dann auch gleich. Das ist wichtig, okay. Also pass auf, dann gehe ich jetzt auf Sponsoren und wenn ich dann auf News klicke, dann geht die Party ab, ne? Okay, ja, mach das. Servus Freunde, herzlich willkommen zurück bei Pro Cycling Manager 2016 in der 2774. Folge. Ne, natürlich nicht, ich glaube das ist Folge 5. Also eigentlich wäre es Folge 7, aber zwei Folgen sind ja verkackt. Verkackt. Der ist an Bord. Guten Tag. Da ist er auch nämlich. Ja. Ja, wir sind jetzt bei der Vuelta Ciclista Mallorca. Mi amigos, ich kann dir mal kurz so irgendwie durchgeben, wie es da eigentlich aussieht. Mhm. Oder kann ich das? Kann ich das? Nee, wenn das Rennen gestartet ist, ne? Ja, ja, mal das dann halt, ne? So, ist jetzt auch nicht so schlimm. So, also, nur mal zu deiner Info, der Barbero hat eine ausgezeichnete Form heute. Das ist geil. Oh, ich glaube, das gibt einen Sieg. Das gibt einen Sieg, Alter. Das ist ein easy win, ja. Oh, Peter Sagan ist ja gar nicht dabei. Aber ich glaube, der hat bis jetzt kein Rennen gewonnen, der Pisser. Echt? Wie alt bist du weil, schon? Weil ich hab mich... Eigentlich. Was? Wie alt bist du schon in der Karriere? Wie weit? Ja. In welchem Tag? Ja, bei der World of Ciclista Mallorca. Achso, ja, Ende Januar. Ist ja gut, so. Das kann ja noch kommen, außerdem. Ja, klar. Nee, aber was ich jetzt sagen wollte, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nicht, bei Folge 3 oder 4 ist es, also du wirst ja sehen, wenn es ankommt. Mhm. Ich weiß nicht mehr, an welches Hinterrad ich mich gehängt habe, aber war mega nice und ich bin so ein Blepp, weil ich habe noch viel mehr Kraft gehabt. War es nicht Folge 2 sogar? War ich schon online? Nee, das ist, ja, aber es kommt nochmal in Folge 3, keine Ahnung. Ach so, okay. Ich schätze den Barbero irgendwie die ganze Zeit schlechter ein, als er tatsächlich ist. Irgendwie. Ja, der ist echt nicht übel, also der macht einen guten Eindruck bis jetzt. Muss man echt sagen. So, warte mal, ich sag nochmal meinem Team, die sollen jetzt hier erstmal, wir sind jetzt hier gerade am Start, nur zu den Info, dass die nach vorne fahren sollen, dann mach ich das hier mal auf und dann gehen wir mal auf Klassement. Ja. Was wollt ihr denn jetzt eigentlich zeigen? Ich weiß nicht. Achso, also, Bitoncourt ist erster. Mhm. Zweiter ist Pierre Latour. Mhm. Dritter ist Froome. Danach David Navarro. Dann Atapuma. So, und dann geht's los. Vogelsang, Della Pate, Monfort, Izaguirre, José Mendes, Clark, alle zusammen mit Padilla zeitgleich und Bilbao zeitgleich. Nee, sorry, nicht mit Padilla, nur mit Bilbao. Okay. Ja? Oh, nicht schlecht. Aber die Frage ist halt jetzt... tatsächlich bis auf den 6. gehen, aber das Problem ist, das Problem ist eigentlich ganz einfach. Ja, das große Problem ist eigentlich halt, der Bilbao, der wird keine Chance vorne haben. Gibt's eine Sprintwertung auf der Etappe? So ein Zwischensprint? Achso, ja, das guck ich jetzt gleich noch. Das ist nämlich das Allerwichtigste. Ach du Scheiße, wo geh ich denn da drauf? Wo bist du gerade? Bist du noch im Hauptmenü oder schon im Rennen? Ich bin im Rennen. Dann geh mal, ja, Leertaste halten, dann auf Sprints müsstest du gehen. Ja. Dann beim Profil siehst du ja, ob da... Profil, Karte... Ja, dann geh mal auf Profil. Geh mal auf Profil, sind da so... Ja, doch, der erste sind 3 Sekunden. Siehst du? Der zweite 2 und der letzte, also der dritte 1. Dann müsstest du Dritter werden und wärst auf einmal Fünfter. Ja, aber das ist schwierig, ne? Ich sag's mal. Ja, man kann es aber schaffen. Man könnte natürlich... das Problem ist, ich würde ja auch sagen, ich versuche ausreißen und versuche dann durchzukommen. Hm. Das Problem ist nur an der Sache, dass die Bilbao niemals ausreißen werden, weil der Abstand insgesamt ist halt auch nur... Also was heißt nur, aber... Gott, warte mal. Ja gut, aber ich meine, es ist jetzt die Etappe, also eine Chance, ein Versuch ist es wert, auf jeden Fall. Das ist schwierig, klar, ja, gut, aber... Ja. Ich hab nur 2 Minuten Abstand, weißt du? Wie 2 Minuten? Auf den ersten. Auf die Ausreißer oder was? Nee, also wenn ich jetzt das Rennen gewinnen würde. Ja, davon rede ich ja gar nicht. Ich rede nur vom Zwischensprint. Ach, im Zwischensprint bringt auch was, oder was? Ja, wenn, du hast doch gesagt, für den ersten gibt es 3 Sekunden, oder?
Ach so, im Sprint? Ja. Ich dachte, wenn ich als Erster ankomme. Ja, es kommt drauf an, weil im Ziel gibt es bestimmt auch Bonussekunden. Ich weiß es nicht, ich muss halt mal gucken. Steht da ja, wenn du draufklickst auf der Karte. Irgendwo kann man es alles sehen, wie viele Punkte es gibt, wie viele Bonussekunden und sowas. Ah, pass auf, also wenn ich jetzt hier beim Sprint. Ja. Ach ja, gut, aber scheiße, jetzt habe ich gepennt. Toll. Weil die Ausreise haben schon 2 Minuten du bist vorne. So ein Bleb. Ja, dann versuch die ich mal. Dachte, ja, ich dachte, das wäre bei der Siegankunft. Versuch die Nummer einzuholen, ey. Weil das ist halt schon. So, warte mal. Ich sag mal relativ. Und wenn ich jetzt Erster werden würde, dann hätte ich 10 Punkte. 10 Sekunden. Beim Schlusssprit oder was? Ja. Ja gut, aber das ist wahrscheinlich unmöglich, ne? Aber weißt du, was gerade lustig ist? Warte mal. Pennen hin und her. Das Spiel hat sich gerade verabschiedet oder die Kamera. Nee, doch nicht, alles gut. Doch nicht, okay. Ja, soll ich versuchen anzugreifen, oder was? Ja. Ja, ich würde es halt versuchen, weil. Warum nicht? Vielleicht nimmst du noch einen aus dem Team mit oder so. Dass du nicht ganz alleine vorne rumhampelst. Ja, warte mal. Der Bilbao, wer ist denn da noch? Matrazzo, komm. Ja? Ja, probier's halt. Bilbao. Nach Einsatzbalken fahren, ne? Jo. Kannst du auch machen. Matrazzo, du auch, Bruder. Das ist anstrengend. Ja, das glaube ich. Ah gut, für den Bilbao es geht. Also wie weit ist denn der Sprint noch entfernt? 24 Kilometer, die haben jetzt noch 1 Minute 43. Mhm. Das Gute ist, dass das Feld mit hinterher zieht, weil der Bilbao halt nicht wegkommen soll, weißt du? Ja. Ah. Bin mal sehr gespannt, ey. Wenn es klappt, wär schon geil. Ja, ich bin mir aber nicht so sicher irgendwie. Ja. Ja, ist halt schwierig, ne? Ja, dadurch, dass wir jetzt schon Abstand haben, die Blebs, weißt du? Mhm. Ja. So, ich versuche jetzt nochmal Dubai-Rundfahrt zu starten. Was machst du? Ich versuche jetzt nochmal das Rennen zu starten, mal gucken, ob es jetzt abstürzt oder nicht. Okay. Wie läuft's bei dir? Sieht schlecht aus. Okay. Ich überlege gerade, ob ich einfach das Spiel mit all der 4 zumache und nochmal neu starte. Kannst du natürlich machen. Ich meine, du hast ja einfach verpennt, ne? Ja, Mann. Ist ja jetzt nicht, dass du ein Pleb warst. Mann, ich auch. Tschüss! So, quasi Aufnahme noch einmal löschen, ne? Clever, ne? Cleverer wie Typ. Doof, ey. Das war jetzt echt. Ja, gut. Hast halt nicht gewusst, ne? Ja gut, wir haben uns, also schon, ja. Sagen wir es mal so, also, ich meine, würde eh niemand jemand erfahren. Von daher. Ich komme in den Club. Ja. Ja, immer bei diesen Sprint-Geometries, ne? Das dauert boah, so lang. Nochmal jetzt. Immer bei diesen Sprint-Geometries hängt er sich auf, habe ich das Gefühl. Zumindest dauert es extrem lang. Es dauert ja manchmal, ja, das ist leider. So, jetzt nehme ich auf. Hallo, okay, passt. So, pass mal, ich drücke jetzt wieder Ü, ne? So, machen wir das Ganze nochmal. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei Pro Cycling Manager 2016. Wir sind zurück im Game. Frittenfriseur ist mit an Bord. Ja, gute. Und ja, nur zu deiner Info, Vuelta Ciclista Mallorca, letzte Etappe. Ne? Wir starten hier gleich mal das Rennen. Also nochmal zur Info, damit das jetzt nicht blöd klingt. Ja. Wir haben gerade schon mal aufgenommen, aber das Spiel hat sich aus irgendwelchen Gründen aufgehängt und ja, jetzt nehmen wir es halt nochmal auf. Also ich habe im dritten schon alles gezeigt, wo wir jetzt momentan stehen, dass wir alle Chancen auf den 5. Platz haben. Ja. Und wir das versuchen werden in der 4. Etappe. Und
Ja, da habe ich mir halt den Friedhelm an Bord geholt, damit das auch klappt, ne? Also wenn es nicht klappt, gebe ich dir halt für alles die Schuld. Ja, das finde ich doch fair von dir. Das ist doch geil. Das finde ich doch nett. Ja, ne? So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass keine Wichser abhauen, ey. Geil. Ja, ich bin mal gespannt, ne? Also, du versuchst ja jetzt So. praktisch, die Ausgangssituation ist ja, dass viele gleichzeitig sind, ne? Ach Ich du glaube. Scheiße, startet der Bilbao weit hinten. Wie weit ist denn bis zum ersten Sprint eigentlich? Ich sehe das ja nicht. 50. Oh, okay. Ja gut, aber es So, geht. warte mal, wir müssen den Bilbao erstmal nach vorne kriegen. So, warte mal. Stopp, Matratze. Wenn jetzt schon jemand angreifen sollte, ne? Soll ich dann einfach dagegen angreifen? Weil der Bilbao ist halt noch nicht vorne. Also ich würde das ganze Team mal vorne fahren lassen. Mit irgendwie Das 70 mache ich sowieso Einsatz jedes oder Mal, falls sowas. dir noch nicht aufgefallen ist. Bitte? Das mache ich ja sowieso immer. Ja. Dass die da schönes Rennen schnell machen und die da vorne gar nicht groß die Chance haben, überhaupt wegzukommen. So muss sein, ey. Hallo und willkommen. Heute ist das Gelände recht eben und die Strecke daher ideal für die Ja, weil die versuchen jetzt schon Flachlandspezialisten. auszureißen und der Bilbao ist leider noch nicht vorne. Oh Gott, ich kann die ganze Steuerung nicht mehr, ey. Geil. Ne? Ah, doch, ich hab's wieder drin. Gut, jetzt ist aber die Frage, soll ich dann mit dem Bilbao versuchen auszureißen? Ja, klar, mit wem sonst? Ja, nee, Der Bilbao braucht ja die Sekunden, sonst keiner. ja. Sonst geht der Ruf Ja, aber kaputt. es ist die Frage, ob ich mit dem ausreißen soll. Ich weiß ja nicht, ob ich durchkomme. Du musst ja nur bis zur Sprintwertung durchkommen, mehr nicht. Danach kannst du ja theoretisch wieder chillen. Ja, das ist mir bewusst, Ja. Basti. Das Problem ist nur, Ja. dass ich glaub, nicht glaube, dass sie mich überhaupt wegkommen lassen. Das kann natürlich sein, ja. Ja, zieh ihm Mal halt, gucken. versuch halt dem einfach dann in den Sprint anzuziehen. Das sollte ja eigentlich klappen. Ich meine, ja, natürlich klappt das. Ich meine, Lol, ey. ja. Beim Angriff eben voll das Auto den Weg versperrt. Geil. Ich mag es, wenn das Auto das tut. Meins tut's einfach. Ja? Ist dem Auto scheißegal, ey. Das Auto ist voll der Assi. Jetzt müssen Sie Komm, du bist voll angreifen. Das ist die Playboy, ne? letzte Möglichkeit für die Ja? Fahrer, denen So, das also 2 Minuten Stehvermögen für haben ein wir. schnelles Finale Aber fehlt. dieser Kommentator, ey, den kann ich ja gerade mal gar nicht leiden. Soll man seinen Mund halten hier jetzt, ne? Ja, aber ich mach den Aber mal. ich dachte halt auch ohne Zeitabstand muss man ins Ziel kommen, ne? Ja, genau. Richtig. Da musst du schon im Feld bleiben, aber das So, sollte also man in der auch. Ausreißergruppe sind 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Okay. Also müssen wir uns dann schon sputen, ne? So sieht's aus, mein Freund. So sieht's halt aus. Ich bin gespannt, ob das klappt, ey. Am besten wäre ja erster irgendwie. Es wäre Weil. wär geil, wenn es klappt, ne? Aber es ist halt auch schwierig. Ja. Ist schon nett. Das Spiel, ey. Das ist irgendwie, wie die sich so alle verhalten, ey. Echt geil, ne? Wie? Ja, so halt. Also irgendwie so, wie das Feld so manchmal reagiert und so, ist schon komisch. Ach Mann, ey, ich hab vergessen. Das Spiel setzt gerne mal irgendwie meine Grafikeinstellungen zurück. Und ich habe gerade voll vergessen, es umzustellen und da ist jetzt irgendwie alles halt einfach nur Wiese und das war's. Toll, geil. Das Richtig ist geil. so scheiße. Ja, ich habe jetzt ein anderes Team genommen. Ja, ist egal. Ja, Wen hast du wie genommen? läuft denn bei dir so? Wie sieht es denn aus Ja, momentan im warte, Rennen? Ich sehe es ja ich muss gerade gerade nicht. konzentrieren, Bro. Okay. Ich Muss jetzt konzentrieren. Yalla, 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 yalla. Okay. Ich war jetzt Erster. Beim Sprint. Ja. Mit Bilbao. Ja. Sheesh. Geil. Jetzt musst du nur mit dem Feld ins Ziel ankommen. Dann bist du mal, weiß ich nicht, Fünfter oder was hast du gesagt? Ich glaube Fünfter.
Ja, aber das Ding ist, ich muss aber aufpassen, Basti. Weil die ersten drei Plätze jetzt im Sieg, ja. Ja. Die kriegen dann 10 Sekunden Rückstand. Ja gut, aber meinst du jetzt ein Froome oder so sprintet da mit? Das ist schon ziemlich unwahrscheinlich, oder? Eigentlich. Man kann es nicht wissen, aber. Nicht, ja. Wissen kann man es nie, aber. Ja gut, vielleicht können wir auch ausreißen und ich werde einfach und ich gewinne noch die gesamte Rundfahrt. Das wäre natürlich noch besser. Das ist sehr klar, also. Kann man nie wissen, ne? Ja, aber die fangen jetzt auch schon bei 100 Kilometern an, langsam ein bisschen Gas zu geben hinter uns. Weil die haben halt wirklich Angst, glaube ich. Weil Bilbao ist halt wirklich nicht schlecht. Ja klar, das ist schon klar. Die werden die nicht einfach so wegfahren lassen. Das, ja. Na gut, mal schauen, vielleicht klappt's ja. Ja, aber ich halte trotzdem mal meine Augen dann doch bei Barbero auf jeden Fall. So ein bisschen. Ja. Und vielleicht können wir nur einen Sieg holen. Ja, wäre doch. Falls ich jetzt eingeholt werde. Wäre doch richtig nice. Ich gehe aber stark davon aus. Oh, Passiv, vielleicht auch mal den Leuten was zu trinken holen, ne? Oh, stimmt, ja. Das vergisst man irgendwie beim 16er sehr gern, weil es irgendwie so komisch. Ist nicht mehr so auffällig. Ich vergesse eigentlich überhaupt nicht. Nur wenn ich übertrieben konzentriert bin, dann vergesse ich nämlich alles und vergesse auch meine Mutter, wenn's. Gut, die Schlampe, die haben wir ja schon längst vergessen. Geil. Ups, das habe ich jetzt gemacht. Noch, aber es sind nur noch 80 Kilometer. Also am besten, ich mache es mal mit dem Bilbao einen Schongang an. Ja. Weil wir werden ja so oder so geholt. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. So, wie kann ich die Kamera ändern? Hier oder was? Ne, jetzt ist die falsche. Da oben. Ah ja, da. Am besten ja, ich hab's, neben ich dem hab's. Auge. Geil. Ich hoffe, du hast in deinem Leben mal einen Wunsch. Ich hatte mal einen Wunsch, nur ganz und ganz. So, Kinder. So, wie sieht's denn hier aus? Haben die uns schon geholt? Ne, noch 3 Minuten. Oh, ich bin mal gespannt, ob das aufgeht, Basti. Also wenn ja, dann hat sich die Hilfe tatsächlich gelohnt, ne? Kann ich mal an der Stelle so ganz klar sagen, ne? Ja. Ich bin gespannt, echt mal. Also es wäre halt schon geil, ne? Ich weiß noch, wie also depressiv du in deiner. Wäre ich Zweiter. Wie depressiv du in deiner Audio klangst und so, ey Mann, ey, voll scheiße, ey. Oh, Mann. Ja, es war ja auch. Also, ja, ja. Das Ding ist, Basti, guck mal, ich muss gerade überlegen. Es sind jetzt, wir haben noch 2 Minuten Vorsprung, ne? Ja. Es sind noch 39 Kilometer. Ja. Der Bilbao ist noch verdammt fresh. Meinst du, wenn ich jetzt irgendwie auf, keine Ahnung, meinen Einsatzbalken auf so gegen 76 irgendwie erhöhe? Ja. Meinst du, ich komme durch? Wie viel Vorsprung hast du nochmal? 2 Minuten, noch 38 ja, Kilometer. Nee, ist viel das zu ist flach. Ja, komplett ist flach. Komplett flach, das ist zu wenig. Ja, ja, würde ich schon sagen. Normalerweise sagt man so, eine Minute kann das Feld pro 10 Kilometer aufholen. Bei flachen Rennen. Mhm. Also, ich würde es nicht riskieren, weil am Ende ist der Bilbao dann am Arsch und dann ist scheiße. Ja. Aber man muss so wissen im Endeffekt, ne? Also, ich will ja nicht reinreden. Ja. Im Endeffekt. Ah, dritte Liga ist geil, was es gibt. Ah. Sag mal. Basti noch in der Findungsphase, ja? Ja. Ja, also wir werden auf jeden Fall. Da müssen wir aufpassen, wir werden geholt. Ja. Ich glaub schon. Ah, gut, das war ja jetzt irgendwie. Ah, 40 Sekunden. Ja, dachte ich mir schon. Das ist ein bisschen schwierig. So, Kinder der Sonne. Aber war jetzt bis jetzt echt spannend. Aber gleich wird es noch spannender, weil eigentlich könnte ich doch den Bilbao jetzt eigentlich einstellen. Das sind ja eh nur noch 13 Kilometer. Viel kann er ja nicht falsch machen. Eigentlich kann ich den jetzt drauf auf automatisch festgelegte Strategie einsetzen machen, oder? Kannst du auch machen, klar. Dass ich jetzt auf den Barbero gucken kann. Ja. Dann kann der Barbero nämlich Barbero. Murat Tarek Obaid. Bester Mann. Also was ich jedem Radfahrer auf der Welt nur empfehlen kann, ist, ja. Nehmt das Hinterrad vom, wie heißt der, vom Movistar? Oh. Rojas Gil. Rojas. Der nimmt das Hinterrad an. Glaubt's mir. Geil. Das ist einfach der beste Tipp, ey.
Oh, so. Oh Mann! Was denn? Ja, der ist ein King. Keine Frage. Das ist keine Frage. Warte mal, Bilbao, was machst du, Spaß? Junge, flieg da nicht so rum, Alter. Ich sag's, es geht noch schief, Alter. Das wäre nicht schön. So, warte mal, Barbero, wo sind denn hier die ganzen Fick-Sprinter? Komm, ich sprint hoch. Seid ihr? Aber Bilbao, du bist vorne. Sogar vor dem Barbero. Das ist mal ganz stark. Ich muss jetzt mal hier einen Sprinter suchen. Hier, der Sagan, der Wichser, da ist er doch. Zu Sagan, ey. Ich mach den so platt jetzt, Alter. Das ist so ein Pleb. Ist einfach bester Fahrer EU. Aber nicht so gut wie Dingens, Barbero. Barbero ist noch ein bisschen besser. Ja, Barbero ist King. Der ist aber auch nicht EU, der ist. Lol, der ist einfach jetzt schon platt. Barbero? Ja, das ist voll die scheiß Tagesform anscheinend. Geil. Oh ja, wir geben Gas. Er macht den Urtasun, ey. Wobei, warte mal, es wird gar nicht so schlecht. Top 10 könnte auf jeden Fall drin sein. Matthews, Sagan, Piotr Turowski. Wow, wow. Nee, Spaß. 10. geworden. Ne, 11. Das ist okay. Ich bin ja eh viel gespannter eigentlich drauf. Ja, das Ding ist, ich hab mit dem Barbero zu spät gespielt, weil der war zu weit hinten. Der musste erstmal voll Gas geben, dass er überhaupt drankommt. Ah, das ist natürlich scheiße, ey. Aber wichtig ist natürlich, ob wir jetzt was reißen konnten oder nicht, nicht wahr? Mhm. Da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt drauf. Du mir jetzt gleich sagst, jo, ich hab die Rundfahrt gewonnen. Kein Ding. Easy win. Was lädt hier? Lädt. Ich weiß ganz genau, dass ich nicht will, dass es lädt. Ach Mann, ich bin blöd. Warum? Ach, weil der Vogelsang ist auf 2,22 und die alle sind selbe Zeit. Und ich hab 2,50 blöd. Okay. Also, umsonst. wir sind in den Sprint-Dingern in der Gesamt. Jetzt sind wir 12. geworden mit Barbero. Ey, wir sind Bergwertung, Mas Bonnet, 4. Platz. Oh, nicht schlecht. 3. Platz, Nachwuchsfahrer mit Rosson, James und Barbero und Carlos ist 7. geworden. Und die Teamwertung sind 8. geworden. Also so schlecht finde ich es nicht. Also, nee, ist es auch nicht. Schon nicht übel. Was sagt mein Sponsor? Mal sehen, ob er die Kohle annimmt. Die Kohle. Ach fuck, Mann. Ach, die Laderei. So, Vuelta Valencia, Alter. Geht ja auch schon wieder los. Oh, die sind, glaube ich, nicht so zufrieden. Also, die haben mich jetzt hier untergeordnet mit Top 25. Ja. Nee, da sind jetzt nicht so zufrieden. Ja, gut. Aber die sind auch nicht so zufrieden mit den angemeldeten Fahrern irgendwie. Mhm. Okay. Was meinen die denn damit? Dass du bei italienischen Rennen italienische Fahrer an den Start schickst und so Sachen. So ein Kram. Okay. Ja, schade, ey. Überhaupt nicht gewonnen, nicht mal ansatzweise. Gucken, wie viele ich werde im ersten Rennen, ne? Gucken wir mal kurz. Ja, 8. Meinst du, bei Vuelta Valenciana fahren viele gute mit? Da werden schon ein paar Spanier am Start sein, denke ich mal. Du kannst, wenn du im Kalender guckst oder allgemein, wenn du das Rennen dir anguckst, da steht ja immer, was das für eine Kategorie ist. Also irgendwie 2. irgendwas ist es ja dann. 2.1. Ja, und 2.1 ist nicht so gut wie 2.HC, aber besser als 2.2. Also da werden schon so ein paar dabei sein. Also hier steht Kwiatkowski. Okay. Favoriten jetzt, ne? Ja. Ach du Scheiße. Kwiatkowski ist schon mal schlecht. Müller, Sanchez, ne? Contador, Froome, Nibali. Ja gut, da fahren dann doch alle mit. Ich wusste ich gar nicht, Alter. Ach du Scheiße, Mann. Beginnt auch mit einem Zeitfahren. Aber das Zeitfahren, das können wir eigentlich gerade nochmal mit hier reinnehmen.
Wir nehmen ihn mit. Ne, wollen wir Arroyo mal mitnehmen? Für die Zeit fahren? Nee, ich meine jetzt für die Valencianer. Achso, ja, warum nicht, oder? Ich weiß ja nicht, wie der in Form ist, natürlich. Kommt ja auch da drauf ein bisschen an. Ja, ich würde sagen, wir können jetzt mal ein paar Leuten hier eine Pause. Oh, ich bin erst in der Teamwertung, ey, voll gut. Geil. Ja? Na, mal gucken. Der Prades ist so unverzichtbar, Alter. Na gut. So ein Gott einfach. So, ich muss jetzt aber eh fertig machen, ne? Also mal so gesehen. Ja, gut. Ja, ich mache nebenbei mal Zeitfahren. Ja, mal immer Zeitfahren. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, ganz ehrlich. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüssi, tschüssi. Hau mal rein, Jungen. Okay, ciao. Ciao. Okay, Leute. Also dann auch nochmal ciao an euch. Das war jetzt eine sehr komische erste Folge, ich weiß. Egal, wir haben die erste Etappe, vielmehr haben wir geschafft. War ja gar nicht mal so schlecht, ne? War gar nicht mal so schlecht. Achter. Ja, ist halt jetzt auch nicht die Welt, muss ich sagen. Aber wir sind halt auch ein Drittligateam und da merkt man es halt auch. Und Palini, Pinto, 8., 9., 10. ist doch gar nicht übel. In der Gesamtwertung liegen wir ja auch ziemlich weit vorne. Nämlich auf, wo kann man das jetzt nachschauen, ehrlich gesagt, allgemein. Nämlich auf Platz 4 mit Obaid Murat Tarek. Da schauen wir mal, dass wir da vorne mit dabei bleiben, ne? Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Barry Markus fährt für Team Rompot. Rompot, Fima heißen die ja. Ach du Scheiße. Das ist mal eine Überraschung. Na gut, trotzdem. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei der Dubai-Rundfahrt. Natürlich ein Heimrennen für unser Team Skydive Dubai. Und ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Dann wahrscheinlich ohne Pascal. Dann im ganz normalen Stil, wie ihr es von mir gewohnt seid. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße, euer Frittenfriseur. Ciao.